kein Wunder, dass ich in meiner deutschen Heimatstadt Hamburg, so fühlt es sich für mich wirklich schon an, nur nette Menschen kennenlerne. So auch sie, Doris Vetter. Das erste Mal gesehen habe ich sie in ihrer Funktion als Chorleiterin, aber was sie alles ist und kann, ist weitaus mehr. Grob zusammengefasst ist sie ausgebildete Sängerin, leitet und coacht Chöre, ist nach einer Klavierausbildung als Klavierbegleiterin tätig und kann ein Studium der Chor- und Orchesterleitung vorweisen. All die Projekte aufzuzählen, wo sie mitgewirkt hat, würde mit Sicherheit meine Speicherkapazität sprengen. Ich habe Doris beim Chorprojekt Music Rocks, welches sie auch initiierte, erlebt und freue mich jetzt schon auf ein sicherlich sehr interessantes Interview. Okay, hallo bei meinem ersten Interview. Dass ich das in Hamburg führe, hätte ich zwar nicht gedacht, aber so ist es. Ich bin heute zu Gast bei der lieben Doris Vetter. Danke, hallo. Doris, schon mal für deine gerne. Zeit. Freue mich auf dich. Ich habe dich ja natürlich gegoogelt und gestalkt bis zum Eskriegnichtmehr, ja, und habe festgestellt auf deiner Homepage, dass du ja wahnsinnig viele Ausbildungen gemacht hast, wahnsinnig viele Jobs hast. Möchtest du vielleicht kurz mal zusammenfassen, was das alles so, was du alles für Ausbildungen gemacht hast, was du jetzt alles machst und ob irgendwo da dein Schwerpunkt liegt oder es die Summe aus dem Ganzen halt ausmacht? Am Ende geht es immer um Musik. Das war relativ schnell klar. Genau. Statt mit Puppen zu spielen, habe ich dann die Töpfe bearbeitet und Klänge gezaubert und gesucht und überall mich mit Klängen beschäftigt. Also ja, ich war auf einem Musikgymnasium und habe sehr früh auch mit Klavier angefangen, aber gar nicht auf Druck der Eltern, sondern ich war einfach auf der Suche und fand dann irgendwann dieses Klavier im Keller und habe das dann so lange bearbeitet, bis meine Eltern mir Unterricht ermöglicht haben. Dann folgte dieses Musikgymnasium. Stimmt eigentlich gar nicht. Zuallererst habe ich in einem Akkordeonorchester ganz einfach in der Nähe von Karlsruhe mitgespielt, weil mein großer Bruder da auch mitspielte und ich konnte gar nicht über das Akkordeon schauen. Mein Kopf ging also ungefähr bis hier, aber ich war schon da einfach wirklich begeistert und in der Gemeinschaft zu spielen war für mich immer eine wunderbare, tolle, motivierende Erfahrung. Deshalb war das mit dem Klavier eine wunderbare Sache. Ich habe auch Klavier studiert, auch Konzertexamen gemacht, Fagott studiert. War eine Jungstudentin da in Karlsruhe und habe aber später dann auch Gesang, Opernschule studiert. Das war immer mein Traum, Sänger zu begleiten, bis ich merkte, ach, das könnte ich auch mit meiner eigenen Stimme vielleicht tun. Ich war ja in dem Kammerchor des Musikgymnasiums in Karlsruhe. In Baden-Württemberg gab es ja eine sehr starke Förderung und die waren wirklich in der ganzen Welt. Große internationale Feste erlebt wie Symria in Israel, Europakantat in verschiedenen Wahnsinn. Europäischen Städten, in Übersee, mit dem Landesjugendchor in Eugene gewesen, in Oregon, dann auch später Instrumente für die Klavierfirma Semic vorgestellt, in Atlanta auf der Musikmesse hier in Frankfurt, in Vancouver. Und dann erlebt man so verschiedene Reisen und Kulturen und das war für mich schon von früh an einfach das Spannendste. Dieses multikulturelle Miteinander erleben von Musik und auch Gestalten von Musik in verschiedenen Seminaren, die dann bei Europacantat zum Beispiel angeboten wurden, Workshops, wo man teilnehmen konnte. Ich war da mit 10 Jahren das erste Mal in Europacantat in Luzern dabei und hatte 2 Wochen eine Fülle von Musik, wie ich sie in meinem ganzen Leben nicht erlebt hatte. Also alle diese vielen, vielen Dinge waren Motivation und Momente, die kann ich sofort abrufen, die fühle ich, die höre ich sofort in der Sekunde. Das ist schön. Also das ist bei mir geblieben. Das erste Mal mit dem Schulchor, was ja auch ein philharmonischer Chor da ist und in Karlsruhe am Theater mit dem Orchester aufgeführt, Mozart Requiem und dann wie gesagt 9. Symphonie, König David von Honecker, da stand ich hinter den Pauken, daneben die Posaunen, das war unglaublich laut und aufregend, da im Sopran zu singen. Also ja, also das prägt und ich war immer sehr vielseitig, das ist eine Gabe, aber auch ein Fluch, denn bis man in der Gesellschaft seinen Weg findet, das dauert. Ich kam immer von der Klassik sehr, sehr lange. Also ein ganz klassischer Weg, habe dann später auch noch Chor- und Orchesterleitung studiert, hatte während meines Studiums und auch vorher schon immer Chöre, Amateurchöre, war also so mit immer auch beschäftigt, im Weitergeben dessen, was ich selbst lernte oder auch mir zu überlegen, ein Amateurchor braucht etwas anderes als ein Profichor. Wie mache ich das? Wo stehen die? Wie hole ich sie ab? Wie bringe ich sie weiter? Das ist eigentlich ein Prozess, der mich bis heute begleitet und auch begeistert,
Menschen weiterzubringen, musikalisch, aber auch persönlich. Denn die Persönlichkeit wächst in dieser Erfahrung und Begeisterung dieses musikalischen Prozesses ungemein. Wir haben jetzt gerade dieses Music Rocks Projekt 3 Jahre aufgebaut mit Choreografien, wirklich von ganz einfach bis raffiniert, und Menschen, die vorher noch nie mit Choreos zu tun hatten und sich jetzt in einer Art und Weise synchron bewegen mit 45 Leuten und eine Begeisterung auf der Bühne. Das muss man einfach erleben. Und für mich ist das eben so wunderbar, dieses Aufbauen. Mhm. Und muss auch sagen, durch diese Choreografien hat sich auch sängerisch unglaublich viel getan. So schnell könnte ich sängerisch gar nicht arbeiten, wie ich jetzt arbeiten kann, weil alle ganz anders mit ihren Körpergliedmaßen, Armen, Beinen, eine Koordination einfach drauf haben und ja, einfach viel geschmeidigeres Körperbewusstsein jetzt entsteht durch dieses gleichzeitige Format Tanzen. Ja. Ich bin jetzt zu diesem aktuellen Projekt direkt gekommen, weil das hatten wir ja im September mit Orchester und Band. Orchester und Band ist auch so ein wichtiges Format. Ja, also das ist so eine der Dinge, die ich wirklich gerne tue. Andererseits gibt es Workshops auch für zum Beispiel Mittagskinder. Das sind Kinder, die hier in gewissem Maße benachteiligt sind, die also nicht sehr viel Aufmerksamkeit zu Hause haben, die dort in eine Art Hort gehen, auch zusammen kochen. Und wir haben mit einer Freundin zusammen, mache ich das im Prinzip mehrmals im Jahr, gehen wir dahin, machen mit denen einen Workshop. Die sind total begeistert, die machen mit, da singen wir auch aktuelle Sachen, da wird sogar gerappt. Also das ist eben auch cool, und die da abzuholen, wo die sind, die sind genauso zu begeistern wie jemand, der aus Hamburgs Westen kommt, wo es den meisten finanziell und auch im Bildungsbürgertum sehr gut geht. Und, aber das Spannende ist eben, mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen und Kulturen zu arbeiten und die zu begleiten und mit Musik. Und ich sehe das als ein Geschenk, dass ich Musikerin sein darf. Das ist nicht selbstverständlich, das kommt in die Wiege. Ich hatte das Glück, in ein Musikgymnasium zu gehen. Das hat mein Vater gefördert. Das sind so Schritte, wenn das Glück einfach da ist, dass man den Weg gehen darf, ist eine immense Dankbarkeit. Denn ich bin so erfüllt von meinem Tun. Das und auch so glücklich, auch aus, ja, wirklich. So dankbar, ja, dass man so viel geben kann mit einfach diesem Medium, was in einem ist, was man bekommen hat. Und ja, ich hoffe, dass ich das sehr, sehr viele Jahrzehnte ausführen darf. Das heißt, weil du sagst, dass deine Eltern dir das ermöglicht haben, sie kommen die selbst aus dem künstlerischen Bereich, oder war das etwas, was du eben, wie du so schön gesagt hast, was aus deinem Inneren ja kam, also, und wo du dich ja... Ich glaube, bei mir kommt es sehr aus dem Inneren. Mein Vater, der spielte Tanzmusik, aber schon bevor ich geboren wurde, so zum Spaß. Meine Mutter sang Lupenreihen an, während sie die Waschmaschine füllte, mein Fagottkonzert, was ich oben übte, aber war sich dessen gar nicht bewusst. Die war eigentlich sehr musikalisch, hatte eine sehr schöne Stimme, aber war sich dessen gar nicht bewusst. Ja, also insofern gab es ein gewisses musikalisches Umfeld, aber da war eigentlich niemand, der jetzt als Berufsmusiker mich voranbrachte. Oder zu Hause liefen James Last Platten und dann wurde getanzt zu irgendwas, was ich gar nicht verstand. Mein Bruder nebenan hörte Hardrock und ich übte dann Fagottkonzert von Weber. Das war so ungefähr das, oder rockte zu den Schallplatten von Vivaldi. Ja? Also ich fand das zum Beispiel super rockig und darüber hat er nur den Kopf geschüttelt. Also ich, insofern durfte ich meinen eigenen Weg finden. Ja. Ich habe auch ein Jahr in Brasilien studiert. Die Direktorin damals von der Hochschule in Karlsruhe war Brasilianerin. Wir waren da drüben mit dem Kammerorchester, mit der Oper und so weiter. Und das sind so ganz prägende Eindrücke gewesen natürlich. War eine Zeit in Bologna in Italien. Ein Semester, das ist natürlich auch sehr, habe ich vorhin erzählt, bei der berühmt-berüchtigten Kammersängerin Hilde Zadig, die ist dieses Jahr in Wien Anfang des Jahres mit 101 Jahren verstorben, die erste Kammersängerin nach dem Zweiten Weltkrieg, lang an der Wiener Staatsoper und dann auch im lehrenden Bereich. Da bin ich 2 Jahre zum Unterricht gefahren, extern vom Studium, unglaublich viele Eindrücke bekommen. Stand dann jeden zweiten Abend in der Galerie, in der Staatsoper, und für 20 Schilling durfte ich all diese weltberühmten das Menschen noch Zeiten erleben. Ja, das ist sehr, sehr lange her, genau. Das war so die letzte Schillingkurve, bevor der Wechsel kam. Und ja, die Philharmoniker, die Wiener, die habe ich im Ohr. Bis jetzt. Also das sind so prägende Eindrücke. Ne? Ich spreche so viel von dem, was mich prägt, weil es waren sehr, sehr viele und sind sehr viele Dinge.
Und jetzt arbeite ich mit vielen Opernsängern, die hier auch im Engagement sind. Wir haben Festspiele im Bergedorf, da führen wir jedes Jahr eine Oper auf. Es war Traviata, dann kam Zauberflöte, jetzt kommt Carmen in einer Besetzung für Kammerorchester. Entweder leite ich das vom Klavier oder ich dirigiere, wie jetzt auch bei Carmen das sein wird. Wir haben Neujahrskonzerte, wir haben jetzt die Formate, die eigentlich sehr, sehr schön sind. Classic meets Musical oder Musical meets Classic. So dass wir stilistisch auch ein Symphonieorchester haben und eine Band zusammen. Wir haben in Jesteburg italienische Nacht, wir haben in Brunsbüttel, also das sind alles so im Einzugsbereich von Hamburg, kleine Städte, Kulturvereine, wunderbare Foren, da ist ausverkauft, wenn wir kommen. Also das ist wirklich toll, das geht von italienischer Oper über Ensemble, über Operette, über Musical bis jetzt bei Eros Ramazzotti italienische Nacht zu Pop. Also das ist schon eine ganz weite Kurve, ein weites Spektrum. Und ich glaube, das Schöne an dem Format ist, dass Menschen ganz verschiedener, normalerweise gesellschaftlicher Couleur da zusammenkommen. Die einen hören sich dann die Oper eben auch noch an und die anderen denken, naja, wenn der Eros jetzt noch was zum Besten geben muss. Aber man trifft sich zu diesem musikalischen, bunten Blumenstrauß. Und was ganz wichtig ist, ist gute Laune, eine gute Moderation und dass die Leute das Gefühl haben, sie sind voll drin. Mhm. Ich lasse sie auch mal was mitsingen, ich lasse sie was mit tanzen. Also es ist auch so ein Format, was offen ist. Ja, ich höre das ja sehr heraus, dass ich vor allem dieses Multikulti-Gemisch, sei es jetzt, was du eben gerade beruflich machst oder auch eben die Menschen, die daran teilnehmen, dass dich das sehr beflügelt und sehr begeistert. Gibt es für die Zukunft noch irgendein Projekt oder irgendeine Sache, die dich sehr reizen würde oder schon etwas, worüber du sprechen kannst oder vielleicht auch noch nicht willst, weil es noch so geheim ist? Ich bin jetzt im Februar bis Mai Chordirektorin am Theater in Stralsund zum Beispiel. Da bin ich dann wirklich am Theater beschäftigt, mache dort eine Chorvertretung. Darauf freue ich mich sehr, weil ich komme von der Oper, ich komme aus der Klassik. Das ist etwas ganz Wichtiges für mich, auch was mich begleitet, auch während ich in andere Formate gehe, auch wenn stilistisch anders gearbeitet wird. Die Basis der Musik ist eins und das ist für mich eine Erdung und auch ein künstlerisches Weiterkommen dort als Chordirektorin sozusagen, auch diese Verantwortung, diesen Posten zu haben, für ein gewisses Ressort auch zuständig zu sein. Ich freue mich sehr darauf und ja, danach bin ich sehr gespannt, was kommen wird. Da bin ich sehr offen dafür. Ich habe ja Festspiele auch in Eutin geleitet, also geleitet, im Chor geleitet, korrepetiert. Ich war am Theater in Bremen gewesen. Wie gesagt, jetzt kommt Stralsund. Das sind wichtige Dinge. Etwas ganz anderes, aber was ich erwähnen möchte, weil es auch mich so beflügelt hat, ist diese Zusammenarbeit mit Young Boys gewesen. Young Boys ist das größte Kinderkonzert der Welt, was in Großbritannien seit 20 Jahren über 2 Millionen Kinder mittlerweile durchgebracht hat. Die waren 2 Jahre lang hier, ich durfte das leiten und in der Barclaycard 5000 Kinder dirigieren. Wow! Also vorbereiten und dirigieren, das habe ich 2 Jahre, es wurde leider eingestellt, das Format, weil es dauert einfach in Deutschland, bis es Fuß fassen kann und die Begeisterung, es dauert einfach. Mhm. Die sind jetzt in Amerika mit 45 Konzerten nach 2 Jahren. Mhm. Also Wahnsinn. Das ist ein wunderbares Format. Da kommen wir wieder eher ins Education, wo wir also Kindern etwas mitgeben, um sie auf den Weg zu bringen oder ihnen etwas, nicht nur musikalisch, aber eben auch sozial. Ja, natürlich. So eine wichtige, ne? Wir wissen alle, Singen ist nicht nur eine Äußerung, Singen ist nicht nur gesund, Synapsenbildung, Intelligenz, Sozialisierung. Wenn ich mit dir im Klang eins werde, weil das ist, was ja passiert, dann ist das eine Identifikation des Wir. Und das, was wir ja haben, dieses viele Individuelle und was will ich und ich und ich und ich und ich, wird mal für einen Moment aufgehoben zugunsten eines größeren Wirs. Und das ist eine tolle Chance in der gesellschaftlich teilweise armen Zeit, auch, in der wir sind. In der Handyzeit, die auch sehr Gutes hat, aber du weißt schon, Kommunikation. Und ja, also es ist immer die Frage, was gibt man, weil die Bereitschaft ist immer da. Das ist also sehr, sehr, das möchte ich in dem Moment auch gerne noch erwähnen, weil das mir etwas ist, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich hoffe, dass das hier eines Tages weitergehen kann und wir das fortführen, was in Großbritannien so großartig angefangen hat. Das wünsche ich dir sehr. Genau. Aber für mich selbst muss ich sagen, ich bin so mittendrin in Projekten, die jetzt stattfinden, wie ich schon gesagt habe. Ich bin sehr dankbar und eigentlich neugierig auf was kommt. Weil ich habe das Gefühl, dass wir durch dieses viele
wie soll ich sagen, ja, ich bin jetzt 18 Jahre hier und durch das beständige Netzwerken und auch Vorwärtsentwickeln von Formaten, von Projekten, jetzt eine Eigendynamik entsteht. Und das ist eigentlich ein toller Prozess. So, dafür das bin ich dankbar. Hört sich ganz danach an, ja. Du hast ja zuvor schon dieses Projekt Music Rocks erwähnt. Da durfte ich ja heuer auch mit dabei sein bei einem Abend, der wunderschön war. Und man sagt immer so lapidar Laienchor, aber das, was ich da erlebt habe, war für mich viel mehr als Laie. Weil ich finde, ob Mann oder Frau, die waren alle so mit Herzblut dabei und mit Leidenschaft. Und eben die kleineren oder größeren Choreos, die es da gab. Also wenn man sich das anschauen möchte, bitte tut es bei der nächsten Gelegenheit. Weil das echt Chor ist nicht langweilig und klassisch, und sondern wirklich sehr, sehr vielseitig und sehr bunt. Also echt eine tolle Sache. Und das hast du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja eigenständig ins Leben gerufen oder mit ins Leben gerufen. Ja, das war eigentlich eine Idee, die ich hatte, weil wir hatten eine wunderbare Sponsorin, eigentlich aus dem Privatbereich, die durch eine Stiftung ermöglicht hat, so ein großes Format in der Leishalle mit 45 Orchestermusikern, wie es die Musicalsänger nie irgendwie noch erleben im Graben bei den Musicals. Wir haben ja die Keyboard-Situation, wie man auf Facebook jetzt auch immer mehr Oberhausen schließt. Wir haben fließende Theater, das ist ja alles sehr im Argen, was da im Orchester sitzt, das sind manchmal nur noch 8 Leute. Mhm. Und wir hatten wirklich die Möglichkeit, ein komplettes Orchester, Symphonieorchester, 25 Streicher, Holz, Blech, plus Band. Ingve Gasaromdal, Roberta Valentini waren da, Anton Zetterholm, also wirklich weltberühmte Musical-Darsteller. Ja, jetzt hatten wir Enrico De Pieri als Darsteller, durften wir einladen, so als Highlights. Und dazu gab es eben Projektchor, und das haben wir jetzt aufgebaut. Und Laie darf man ja nicht mehr sagen, das heißt jetzt immer Amateur, das macht jetzt so die Runde. Wie auch immer, es ist die Begeisterung mit einem doch sehr hohen Know-how. Also das wird oft unterschätzt, wie viel ein sogenannter Laie, nicht Profi, in der Lage ist zu wachsen, wenn man ihm Sinnvolles vermittelt. Und da bin ich auf der musikalischen und gesanglichen Ebene sehr aktiv, und sozusagen mein Kompagnon, die Sarah Bieler, kommt sehr von der Choreo-Seite, die kennt Musical alles, was es da gibt. Und wenn ich so als Klassikerin sozusagen was noch nicht kenne, dann bilde ich mich fort, weil dann werde ich in das nächste Musical geschleift und dann soll ich mir das anschauen. Und das ist eine unheimliche Bereicherung. Aber für die, denen es zugute kommt im Chor, kommt es wirklich von zwei Seiten mit wirklich tollem Know-how. Die hat also Choreos gezaubert. Da ist noch einer, der ist Timo Pagel, auch wirklich ein ganz toller Mitsänger, der Turniertanz international gemacht hat. Und natürlich jetzt, wenn so eine, wie soll ich mal sagen, so eine Mischung dem Chor zugute kommt, dann ist das nicht nur, wir bewegen uns mal von rechts nach links, sondern richtig, dann kommt wirklich Tanz. Begeisterung. Und deswegen muss man sich Music Rocks das bei nächster Gelegenheit unbedingt ansehen. Der Name sollte... Das sollte man speichern, ja. Wir haben eine sehr schöne Webseite, wir sind auf Facebook, im Dezember ist im Sprechwerk. Also follow them. Nur Chor, dann bin ich am Piano, manchmal haben wir auch Band dabei. Mhm. Das ist dann auch eine sehr schöne, dann machen wir großes offenes Singen mit den Leuten zusammen. Jeder holt seinen Glühwein, also das geht dann auch richtig leutselig zu. Nach dem Glühwein kann ich, glaube ich, dann auch singen. Genau. Bin ich die schlechteste Sängerin ever. Ja, dann sind wir von Großbilde schon für 2021 wieder eingeladen. Und so da arbeiten wir jetzt dran. Dass wir da, sehr schön. Wir waren noch keine 2 Jahre, da wurden wir nach China als einzige europäische Vertretung auf ein großes internationales Chorfestival eingeladen. Krass. Und sowas gab es gar nicht in China. Die kamen aus Südafrika, die Chöre und alle. Aber sowas für uns hatte man nicht erlebt. Ja. Und da haben wir wirklich unseren Platz eingenommen. Und das war für uns natürlich auch für die Sänger international so hohes Niveau zu erleben. War wirklich toll und die Chinesen haben das hervorragend organisiert. Aber auch selbst sich zu präsentieren und zu merken, was ist die beste Motivation. Das war eine tolle Möglichkeit. Also wir haben jetzt ja gehört, dass es bei dir ja künstlerisch wirklich sehr, sehr gut lief und immer noch läuft. Mhm. Und ich tanze ja hobbymäßig, leidenschaftlich gerne Jazz. Also ich habe mich ja dem Jazz-Tanz verschrieben und komme dann natürlich auch mit vielen jungen Menschen in Kontakt, die sich halt auch verwirklichen möchten. Die wollen Musical-Ausbildung machen, Tänzer oder Sängerin werden. Mhm.
Ja, wie wir wissen, gibt es ja die aber quasi schon so wie Sand am Meer, gell? Und viele machen es dann vielleicht doch nicht, weil sie halt einen sicheren Job wählen. Ne? Was würdest du denen jetzt so als Message mitgeben, es vielleicht doch zu probieren, doch sich, ja, also, das, was man innerlich spürt, dann äußerlich zu leben? Ja, live your dreams, let your excellence shine. Ja, und lebe deine Träume. Die Message des Tages. Lebe deine Träume. Let your excellence shine. Das Beste. Gib das Beste. Und glaub an dich. Glaub an dich und glaub an das, was in dir ist. Das ist wirklich, weil jeder Mensch hat eine Exzellenz. Mhm. Jeder Mensch. Jeder Mensch, jedes Individuum ist etwas Besonderes. Ja, es gibt Wege, die mögen verschlossen bleiben, aber dann werden sich andere Wege öffnen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir an uns glauben. Das hat nichts mit Rücksichtslosigkeit zu tun, aber mit dem, dass in jedem in uns ein Licht ist, was uns gegeben ist. Und es gibt in unserer Gesellschaft so viele Neins und Ojes und Zweifel. Und das ist eigentlich das, was sich so wie ein Schleier so auf uns legt und auf unser Dasein. Aber das ist nicht die Realität. Das ist die Gewohnheit des Umfeldes. Mhm. Und dadurch sind wir auch kontrollierbar. Wenn wir alle nicht zu selbstständig werden, dann ist das auch sehr einfach, sehr viel einfacher, Masse, Gesellschaft, Mensch zu führen. Ja. Es ist aber gut, wenn wir denken und uns äußern. Das ist wichtig. Und deshalb, wenn jemand das Gefühl hat als Kind und ist so da drin in diesen Träumen, in dem, was er lebt, das sind ja nicht nur künstlerische Berufe, aber auch, dann gibt es viele, viele Zweifel und Skepsis. Und es ist immer ein Test. Es ist immer ein Test. Mhm. Denn wenn wir sagen, ach nö, mach ich es lieber doch nicht, weil es könnte ja was passieren, dann mach es nicht. Mhm. Dann nimm dir ein schönes Abo oder geh pilgere von Musical zu Musical, oder weil es ist ein tolles Hobby. Kunst ist ein tolles Hobby und es ist wunderbar. Aber nicht aus dem Grund, weil da schon viele sind, denn es sind überall viele und kommen überall Menschen nach. Aber wer ist das, der nachkommt? Der an sich glaubt. Und natürlich gehört Disziplin, natürlich gehört ein Talent, natürlich gehört eine Begabung dazu. Aber diese Testreihe sozusagen, die absolviert man sowieso auf dem Weg. Und es ist kein Versagen, wenn man nicht international an der Spitze steht, weil es gibt unglaublich viele Stationen, in denen man glücklich sein kann. Das ist der Punkt. Mhm. Nicht der, der ganz oben steht, ist der Glückliche, sondern der, der das lebt, was ihn innerlich erfüllt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das Leben ist kurz. Und wenn wir da sind, nutzen wir die Zeit. Ja? Und wir geben dann auch viel Gutes an andere, wenn wir zufrieden sind. Jesus sagt, ich komme so begeistert. Ja, weil ich bin zufrieden. Das ist aber auch viel Disziplin. Das ist auch viel, keine viel Frage, Arbeit. Genau. Aber es steht sich leichter auf, wenn es einen Sinn macht. Mhm. Das stimmt wohl. Und auch wir machen mal Urlaub. Sehr gut, das muss auch so sein. Ja. Ja, ich freue mich über das Interview. Vielen Dank. Wunderschöne Schlussworte. Ein Wahnsinnsgeschenk für mich, dass ich so ein interessantes Interview als erstes führen durfte. Doris, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, wo kann man dir im Netz folgen, deine eigene Homepage? Ich habe eine eigene Homepage. Ja, Doris Vetter, wenn man das eingibt, dann findet man das sehr schnell sofort. Es gibt eine Music Rocks Webseite auch. Wir sind auf Facebook, Instagram, ja, gibt es zwar schon, aber da sind wir noch nicht so fleißig. Entwickelt sich noch. Wir entwickeln sich das, noch. Weil, ja, die Werbung ist alles, aber wir erleben auch Formate, die sind sehr peinlich und haben eine riesige Werbung und mir ist es lieber andersrum. Richtig, es ist lieber, ja, es bleibt etwas länger still, ja, aber es ist genau wirklich gut so ist es, und es findet seinen Weg. Mhm. Der Inhalt zwingt die Form, sagte jemand, und das begleitet mich. Ja, also, stimmt. Es mag äußerlich nicht so aussehen, als ob ein Weg ist, aber wenn der Inhalt beständig und wirklich Gewicht hat, beständig ist, findet er seinen Weg. Das ist mein ganz besonders tiefer Glaube. Also dann folgt der Doris im Internet, folgt ja, Music Rocks und ich sage vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Herzlich gern. Tschüss, bis zum nächsten Mal.